der Joghurt mit der Hecke, die Hecke mit was drin. Holz ist schön, Holz schafft Atmosphäre. Holz ist jetzt sensationell preiswert. Holz, das hält dein Leben lang. Jo, es ist soweit. Die Saison ist eröffnet. Happy 420. Happy Release Day. Heute ist Summa Summarum rausgekommen. Ja, der Tag hat sonderbar angefangen. Ich habe einen Anruf bekommen und dachte so, hey cool, jemand will gratulieren. Und dann war es einfach das Finanzamt und die wollten allen möglichen Shit. Jetzt telefoniere ich den ganzen Morgen rum und versuche die Sachen zu klären. Alter, Warteschleife, all day. Obwohl heute eigentlich voll Turn ist. Sie wollen, dass Ihr Arzt sich mehr Zeit für Ihre Gesundheit nimmt? Nein. Dann sind Sie bei der AOK Baden-Württemberg genau richtig. Was brauchen Sie alles, 2019 oder 20 oder 21? Ich brauche für letztes Jahr, also 21. Okay, dann mache ich das fertig. Und wie gesagt, es geht ein paar Tage, ja? Weil wir müssen das mit dem Finanzamt natürlich machen, den Datenabgleich mit denen. Das bedeutet, ich muss erstmal elektronisch das Finanzamt anfragen. Die müssen das bearbeiten, je nachdem wie schnell die sind, müssen wir das bestätigen. Und sobald ich dann die Bestätigung habe, geht von meinem System quasi die Übermittlung an die raus, ja. Typischer 420-Tag, Alltag. Aber es ist halt so, weißt du, Steuer gehört auch dazu. Guck mal, was wir bekommen haben. Noch ein Paket vom LN Store. Diesmal was zum Anziehen. Gelber Hoodie mit Not Dog drauf, gestickt. Richtig geil. Also sieht sehr flauschig aus. Der Gelbton passt ungefähr, also es ist so ein Senfgelb, also passend hier zu diesem eingestickten. Was wir heute machen ist die ganze Release-Post, bla bla bla. Und ich werde einen Breakdown machen von dem aktuellen Track. Also einfach die Projektdatei durchgehen, ein bisschen erzählen, was ich da gemacht habe, die Besonderheiten, auf den Workflow eingehen, also wie kriegt man ja, das hin, also von einer Idee auf Gitarre bis in die DAW. Okay, also fangen wir mal ganz oben an. Wir gehen von oben nach unten einmal durch. Also hier als erstes die Kick. An sich nichts Besonderes, das ist halt eine Kick. Hier ist ein EQ drauf. Man sieht, ich habe einen Low-Pass-Filter da drauf. Warum? Weil ich einfach die Kick ein bisschen softer wollte. Und normalerweise sucht man sich eine softe Kick und versucht nicht unbedingt mit dem EQ da irgendwie rumzufummeln, aber in dem Fall hat es einfach irgendwie gepasst. Man muss halt einfach mal probieren und manchmal passt es und manchmal passt es nicht. Und so aus dem Kontext klingt die Kick ein bisschen zu weich und da fehlt irgendwas. Also so als Solo. Aber ich höre die Kick ja niemals in Solo. Die ist ja immer im Kontext mit dem gesamten Mix. Deshalb passt das so. So, dann eine kleine Kleinigkeit. Hier vorne dran ist dieselbe Kick, aber in Reverse und auch ein wenig leiser. Das heißt, das kommt dann so wüt. Das ist wirklich eine Mini-Kleinigkeit, aber ich mag sowas, dass der erste Hit von irgendwas, also meistens so der Anfang des Beats oder so weiter, dass da so eine Art Anticipation reinkommt. Also da ist so ein Ding, irgendein Sound, der den reinsaugt. Und es hört sich wirklich so an, als ob du reingeführt wirst, so und dann geht's erst los. Okay, und dann hier ist nochmal eine kleinere Kick vor der Kick. Und das ist einfach so eine Doppelkick, so. Bitte. Das macht vor allem dann Sinn, wenn du den Rest auch noch anmachst, also Bass zum Beispiel. Kick und Bass. Einfach für den Groove, so. So, dann das, was man hier drunter sieht, diese ganzen Automationskurven, das sind Volume-Automationen für die einzelnen Gruppen, okay? Also wenn ich jetzt hier hingehe, kann man sehen, da, dass sich diese Fader hier bewegen. Und das ist die Art und Weise, wie ich Sidechaine. Also Sidechain Compression macht man eigentlich mit einem Kompressor, wie der Name schon sagt, wo du sagst, okay, immer wenn die Kick kommt, dieses Element,
Dann sollen allen anderen Elemente, die nicht Kick sind, sich der Kick beugen und ein bisschen zur Seite gehen und in ihrem Volume ein bisschen zurückgehen. Warum macht man das? Das macht man deshalb, dass man sich ein bisschen Peak spart. Weil wenn ich jetzt nämlich eine Kick habe und da kommen tausend andere Elemente dazu, dann habe ich einfach so den Transienten des Todes, der dann so voll übelst hart peakt. Und mein Limiter in dem Fall muss schon sehr viel früher greifen und es gibt einfach so einen zusammengequetschten Sound und das mag ich nicht. Ich liebe es, so flach wie möglich, also jetzt dynamisch gesprochen, so flach wie möglich in meinen Limiter zu gehen am Ende beim Mastering. Das ist jetzt so ein bisschen ein kleiner Mixing-Tipp so am Rande. So, die Art und Weise, wie ich die Sachen gruppiert habe, hat sowohl einen Grund der Vereinfachung als auch einen technischen Grund. Einmal mag ich es nicht, wenn es zu viele Gruppen sind, die ich am Ende bouncen muss, weil da muss man nämlich immer mitdenken, so, oh Gott, habe ich jede Gruppe einzeln. Ich finde, so alles bis 10 Gruppen ist eine gute Number. Also wenn du mir so 22 Stems schickst, sage ich dir, Bro, vereinfache bitte nochmal. Warum? Weil ich keinen Bock habe, mir die ganzen Sachen zusammenzusuchen. Oder zu wenig Stems sind auch nicht gut. Also wenn du nur eine Gruppe hast, Vocals und Instrumental, dann ist es auch ein bisschen zu grobkörnig. Also es muss so eine goldene Mitte sein, meiner Meinung nach. Und meine Magic Number ist so 6 bis 7. Also habe ich hier die Kick Stem, dann Drum Stem. Also Stem ist die Gruppe. Kommt von Englisch von Stängel. Also wenn du so einen Stamm halt hast, so von der Pflanze. Bass, dann Hauptgitarre, Main, also das sind meistens so die Akkorde und so. Dann habe ich eine Miscellaneous-Gruppe. Miscellaneous ist einfach so random Shit, der jetzt von der Dynamik her eher flach ist und eher leiser im Mix ist, zurückgenommen im Mix. Dann habe ich die führende Stimme, das ist entweder eine Vocal oder ein anderes Instrument, was eine führende Melodie spielt. Und dann habe ich noch Effects. So, die sind jeweils unterschiedlich von ihrem A- Frequenzcontent und B von ihrem dynamischen Profil. Zum Beispiel der Drumstem hier ist sehr dynamisch, der hat sehr viele Transienten. Also Transienten sind diese Ausschläge. Gell? So, wenn ich das jetzt zusammen gruppieren würde mit irgendwas, was eine sehr flache Dynamik hat, wie zum Beispiel der Bass, weil der Bass ist eigentlich eine Wurst. So, der Bass, wenn man sich den hier anschaut, der ist im Prinzip flach, ne? Der hat einfach immer den gleichen Ausschlag, zumindest fast, und ein kleiner Kompressor hier hilft dabei, dass dieser Ausschlag, also dieser Output von dem Bass immer stabil ist, immer konstant ist, weil ich will keinen Bass, der in der Volume dippt. Ich will einen Bass, der immer stabil ist und immer in der Lautstärke immer gleich wirkt, gleich laut, immer gleich stabil. So, die kann ich nicht miteinander kombinieren in den Stems, weil nämlich der Kompressor jeweils für die eine oder die andere Gruppe anders eingestellt werden muss, ne? Weil ein Kompressor ist ein Dynamics Processing Tool, also das ist ein Tool, was deine Dynamik irgendwie verändert, und dem musst du eine klare Anweisung geben, wenn du ihm sagst, okay, bei Transienten bitte so und bei flachem Ding bitte so. Und wenn man das mischt, dann gibt es natürlich immer einen Kompromiss, der scheiße klingt, also lieber mal so. So, dann werdet ihr sehen, ich habe Kick und Drums voneinander getrennt. Drums sind ja eigentlich, also die Kick gehört ja eigentlich zu den Drums dazu. Aber die Kick hat einen kleinen Sonderfall. Und zwar die Kick ist der King. Weil alles beugt sich der Kick. Wie man hier sieht, wenn die Kick spielt, spielen die anderen Elemente nicht. Das hat den Grund, dass die Kick normalerweise frequenzspektrumübergreifend irgendwas zu sagen hat. Also eine Kick hat meistens Tiefen, hat Mitten, hat Höhen. Und es gibt eigentlich kein anderes Element, was genau diese Eigenschaften hat, außer manche Effects und manchmal Vocals. Aber Vocals sind sowieso eher stärker in den Mitten vertreten und Höhen und so weiter. Und die Kick ist eher so tief, aber hat trotzdem noch viel Mittenmaterial. Aber was alle Elemente irgendwo gemeinsam haben, die haben alle irgendwie Mitte. Also entweder haben sie tiefe Mitten oder mittlere Mitten oder hohe Mitten, aber die Midrange ist immer so, ja, der Pain einfach. Man muss immer gucken, wie man den auseinandersplittet im Mix, damit das am Ende auch differenzierbar ist, also vom Klangerlebnis. Deshalb ist die Kick, weil sie eben auch den höchsten Ausschlag hat von allen meinen Elementen, dasjenige, was ich als erstes sozusagen mutig vor den Limiter wirft und dann sich opfert und so. Deshalb müssen die einzeln sein.
Man kann sie auch zusammentun, aber ehrlich gesagt, ja, das habe ich so einfach mehr Kontrolle. So, die Snare, wie man hier sieht, wenn die hier spielt. Hoppla, mal anmachen hier. Dann reagieren die anderen Gruppen auch drauf, aber nicht so stark wie jetzt bei der Kick. Und wenn man das macht, dann unbedingt einen anderen Verlauf wie bei der Kick, weil eigentlich, was ich hier mache mit diesem Volume Dip, mit dieser grafischen Repräsentation von dem Volume Verlauf von der Gruppe, ist ja, ich emuliere einen Sidechain-Kompressor. Und ein Sidechain-Kompressor würde anders auf dieses Audiomaterial reagieren als auf dieses Audiomaterial, weil er schaut ja nach dem Transienten, nach dem Peak und dementsprechend macht er dann eine Gain Reduction bei der Gruppe. Aber eben, ich mache das jetzt einfach visuell und zwar so mit so einem kleinen Dip. Hat jetzt hier gut funktioniert. Ich könnte es auch wegnehmen und das würde beim Master so gut wie keinen Unterschied machen. In diesem Fall jetzt. Aber aus Gewohnheit mache ich da trotzdem auch noch einen Volume Dip bei der Snare. Aber naja, macht jeder wie er Bock hat. Viele Leute machen es auch so. Die machen ein Sidechain dann auf der ganzen Gruppe für die ganzen anderen Gruppen. Also die bouncen das auch als Stem und machen dann im Mastering-Prozess später diesen ganzen Sidechain-Prozess dynamisch mit einem Kompressor. Heißt also, es reagiert dann wirklich auf jeden einzelnen Transienten. Aber ich mag das nicht persönlich, weil dann die Gefahr besteht, dass diese anderen Gruppen auf sowas reagieren wie eine Hi-Hat, die aus Versehen zu laut ist, oder auf eine Tom oder auf irgendeine andere Drum. Und dann kann es schnell mal klingen, dass der Kompressor nicht nachkommt mit dem Release, also dass er nicht nachkommt mit dem Öffnen wieder vom Kompressor. Und dann hört sich das so an, als ob er keine Luft mehr kriegt. So. Und das mag ich nicht. Einfach so von mir persönlich her. Ja. Dann habe ich hier die Hi-Hats. Ein kleiner Tipp auch am Rande. Wenn man so eine Art Tempowechsel machen will in seinem Track, ohne die BPM zu ändern, also ohne das tatsächliche Tempo zu ändern, kann man sehr viel mit den Overheads arbeiten. Und die Overheads sind halt so Hi-Hats, Shaker, alles Mögliche, was irgendwie beckenmäßig ist bei einem Schlagzeug. Und hier beispielsweise am Anfang habe ich Achtel. Okay, und es ist halt so gemütlich, okay, Achtel. Und dann hier ab dem zweiten Teil von diesem Hauptteil komme ich plötzlich in Sechzehntel und man hat das Gefühl, dass der Track plötzlich mehr Drive hat, weiter, also vorwärts geht und ein bisschen schneller ist, obwohl die BPM genau gleich ist. Also guck hier. Achtel. Und jetzt. Sechzehntel. Okay, und dann gehe ich wieder zurück auf Achtel und so weiter. Also man kann damit so ein bisschen die wahrgenommene Geschwindigkeit modulieren. Okay, es ist nicht die tatsächliche Geschwindigkeit, aber man hat das Gefühl, es geht schneller voran, weil man mehr Hits pro Sekunde hat oder pro Bar oder wie auch immer. Also so ein kleiner psychoakustischer Trick, I guess. So, dann das nächste sind die Adlibs, die Vocals. Dazu zu sagen ist, dass ich hier einen manuellen Delay gemacht habe. Also hier hört man hin, da ist ein Delay drauf auf den Vocals. Aber eigentlich ist da gar kein Delay-Effekt drauf, sondern ich habe den manuell gemacht. Also ich habe hier dieses Sample von der Adlib und hier unten drunter ist eine Kopie davon. Und die hat ihren eigenen Channel gekriegt. Und hier kann ich dann mit völliger Kontrolle diesen Delay hier anpassen, weil ich dann auch grafisch oder visuell einfach sehe, wo ist denn mein Delay? Weil oft mit einem Delay-Plugin ist es so, du hast mega viel Parameter und dann so, okay, wie weit ist das Feedback? Wie lang ist der Decay und so weiter? Und dann musst du Ewigkeiten rumdrehen. Und das ist genau das gleiche wie jetzt hier bei dem Sidechaining, was ich mit der grafischen, visuellen Repräsentation bevorzuge. Damit habe ich einfach Kontrolle mit diesem manuellen Delay, weil da weiß ich nämlich, wie laut ist der und wann. Und ich kann das alles kontrollieren, jedes einzelne Duplikat von diesem Delay. Also ein Delay ist so ein Widerhall-Effekt. Und das ist deshalb wichtig, weil nach dem Mastering nämlich
hat man oft das Gefühl, hey Scheiße, irgendwie klingt der Track komplett anders. Mein Mix klang doch so nice und jetzt klingt alles so nach Arsch, komplett zusammengewurstet, einfach so gepresst. Und es liegt einfach daran, weil das dynamische Profil verändert wird durchs Mastering und alles, was laut ist, plötzlich leise ist und alles, was leise war, plötzlich laut ist. Und dazu gehören auch sowas wie Reverb-Tails, also dass der Hall an sich, so der Tail, also der Schwanz dahinter. Ich glaube, man sagt nicht Schwanz auf Deutsch, aber egal. Aber du weißt, was ich meine. Einfach das, was dahinter kommt. Und Delay genauso. Und dann hört sich's oft an, als ob dein Delay sehr viel stärker ist nach dem Mastering, als er im Mix war. Warum? Ja, weil dieser Delay-Tail, genau wie der Reverb-Tail, plötzlich angehoben werden. Und ja, wenn man dann mit einem Effekt arbeitet, also mit einem Plugin, Delay-Plugin, ist es oft schwieriger, das einzustellen, als einfach hier mit so einem manuellen Delay. Was man auch oft merkt, also bei mir zumindest, ist, dass die Hi-Hats und sowas sehr viel zu laut sind nach dem Mastering, weil natürlich diese leisen Elemente am Ende auch lauter werden. Und deshalb, kleiner Tipp am Rande, bevor man den Track überhaupt fertig hat und anfängt hier mit diesen ganzen Automationskurven und dies, das so in die Details zu gehen, würde ich, sobald man ein grobes Arrangement hat, schon den Mastering-Prozess vorbereiten. Einfach dann schon die Stems mal bouncen und einfach mal gucken, wie es nach dem Mastering klingt, weil oftmals kann man damit schon Kopfschmerzen vermeiden, weil man dann weiß, ah ja, okay, hier sind meine Problemzonen im Mix und die fixe ich lieber jetzt, bevor ich angefangen habe, richtig zu mixen, als später, wenn ich mich schon an diesen Mix so sehr gewöhnt habe, dass ich jeden Master am Ende scheiße finde und immer hin und her und hin und her gehe. Deshalb so früh wie möglich mastern, eine Mastering-File machen, weil oftmals haben Leute auch das Problem, sie wollen nicht selber mastern, weil sie davor zu viel Respekt haben und zu viel Angst. Aber weißt du was? Mastering Engineers sind einfach Nerds, die auch nur mit Wasser kochen. Okay, also no offense, ich weiß, ihr seid besser als wir alle und könnt alles erklären, was da physisch und akustisch abgeht, aber who gives a fuck? Sobald ich weiß, dass eigentlich der Limiter mein Endboss ist, was brauche ich da noch? Da brauche ich vielleicht einfach nur noch mehr Skill in Mixing und mehr nicht. Weil das meiste ist wirklich so, wie klingt mein Mix am Ende nach dem Mastering und wie kann ich machen, damit er nicht scheiße klingt? Also nicht schlechter. Weil oftmals klingt ein Mix nach dem Mastering beschissener als vorher. Aber ja, dazu später mehr. Erstmal, ich würde, sage ich mal, so früh es geht, einfach schon einen Mastering-File machen. Meine Daumenregel ist so, sobald ich ein grobes Arrangement habe und grob alle Elemente mal introduced habe, und dann nichts mehr Neues dazukommt. Also zum Beispiel, ich habe hier mit der Gitarre angefangen, dann kam der Bass dazu, dann die Drums, dann die Vocals und dann dachte ich so, okay, das reicht erstmal. Und dann habe ich gemastert. Dann habe ich gesehen, aha, okay, Gitarre hat so viel Reverb, obwohl sie im Mix eigentlich gut klang. Hä, what the fuck? Ja klar, weil wegen dem dynamischen Profil und so. Und dann habe ich da schon ein bisschen die Sachen eingepegelt und mich nicht versteift auf den Mix, den ich habe, sondern dann vertrauen, dass wenn ich nur so und so die Stems dann vorbereite mit genau diesen Levels, wird es am Ende der Master geil klingen. Also vielleicht mal so am Rande. So, Vocals, was als nächstes? Gitarre. Okay, Gitarre hat zwei Akkordzyklen. Also es gibt einmal einen A-Zyklus sozusagen, so der Standardzyklus. Gibt es hier nochmal einen B-Zyklus. Das ist so einfach ein anderer Cycle halt. Und dann geht es wieder zurück in den ersten Cycle. Warum ich das gemacht habe, ist, ein Chord-Cycle, der immer nur die ganze Zeit durchloopt, ist cool, dann hast du halt einen Beat, der geht immer gleich. Aber wenn man die Chords switcht, dann hat man auch einen Vibe-Shift. Also dann geht der Track auch in eine andere Richtung, so was das Gefühl angeht. Okay.
Und ich wollte aus diesem eher so Hip-Hop-mäßigen Sonnentrack einfach so einen Dive machen in R&B und dann wieder zurück hoch in Hip-Hop. Einfach so, um zu gucken, ob es funktioniert. Und es hat funktioniert und ich fand es ziemlich gut. Und ja, dafür braucht man zwei Akkordzyklen. Dann ganz hier unten, was man hier sieht, sind Rhodes, also das sind so E-Pianos. Und die haben die einzige Funktion von denen ist, diejenigen Frequenzlöcher aufzufüllen oder zu stopfen, die die Gitarre eben hat. Also die Gitarre ist nicht perfekt, sie hat natürlich überall Problemzonen und so. Aber bevor ich jetzt mit dem EQ rangehe, zum Beispiel, ich könnte auch Folgendes machen, gell? Sagen wir mal, die Gitarre hat hier ein Loch, gell? Also so. Hier in dem Bereich fehlt es irgendwie an Frequenzen. Dann kann ich sagen, ja, alles klar, ich mache einfach den hier, so. Das Problem dabei ist allerdings, dass bei sowas oft mal der Sound unnatürlich klingt. Also die Frequenzstruktur von dem Sound unnatürlich verändert mit einem Equalizer. Heißt also, wenn man das zu oft macht, hast du ganz viele Sounds, die in ihrer natürlichen Frequenzkomposition verändert wurden und somit hast du dann sehr viele unnatürliche Klänge, die zusammengenommen dann komplettes Chaos ergeben. Also würde ich mit dem EQ wirklich nur das Nötigste und sehr fein machen und zu gucken, wenn man dann ein Loch hat, warum nehme ich nicht einfach irgendwas, was natürlicherweise diese Frequenzen hat und das dann ausfüllen kann, komplementär. Und dann habe ich eben so ein E-Piano gefunden, was das gemacht hat und das ist ganz subtil im Hintergrund und unterstützt die Gitarre dabei, dort in diesem Loch nicht abzufacken. Das ist also die ganze Magic dabei. Und somit hat die Gitarre dann ihren natürlichen Klang beibehalten und die Rhodes haben ihren natürlichen Klang und somit kommt sich keiner in die Quere. Das ist vielleicht schlechter Advice für jedes andere Genre, aber für dieses Genre macht Sinn, wo es halt um echte Instrumente geht und die einfach klingen sollen, wie man sie auch gewohnt ist. Vielleicht bei so elektronischer Musik, wo so mega, mega crazy ist, macht Sinn, die Sounds so abgefuckt wie möglich zu sounddesignen und so. Aber in dem Fall schaue ich, dass es sehr subtil alles läuft und sehr weich auch alles klingt. Weil das ist ja schließlich zu 50% R&B. Soll ein bisschen so zurückgenommener sein und so. Man soll es auch im Auto hören können, ohne dass man jemand überfahren will. So, was haben wir hier? Ja, noch so sekundäre Gitarrenelemente. Es ist im Prinzip, ja, also keine komplizierte Sache. Aber wenn du jetzt speziell noch Fragen hast, wäre jetzt eine gute Stelle. Und da kann ich nochmal spezieller auf die Sachen eingehen. Vor allem auch, wenn du den Track ein paar Mal gehört hast, vielleicht kommt dann eine Stelle, wo du denkst, hey, what the fuck, wie ist das gemacht? Aber da ist nichts, wirklich nichts Spezielles dabei. Also ich meine, der Track an sich schon gut, aber die ganzen einzelnen Dinger, die da drin sind, die ganzen Techniken und sowas sind nichts Neues. Vielleicht für dich schon. Scheiße, stimmt. Weiß ich ja gar nicht. Okay, warte, was kann ich hier noch dazu erzählen? Ah ja, die Automationskurven. So, das alles, was hier grün ist, das sind High-Pass-Filter. Und die sind dafür da, das ist für jede Gruppe einzeln hier, dass bevor der Beat losgeht, einfach nochmal den Sound ein bisschen zu verdünnen, dass er nicht ganz so fett klingt, weil der hier dann ab dem Main Part wieder sich öffnen soll und wieder dick klingen soll. Aber es ist wirklich auch ganz subtil. Genau wie mit dem Reverb hier, das ist eine Reverb-Automation. Die ist hier ein bisschen höher, wenn keine Drums sind, also wenn der Mix nicht so busy ist. Und sobald der Mix busy ist, also wenn da ganz viele Sachen gleichzeitig Elemente spielen, dann ist der ein bisschen weiter runter. Das ist auch einfach so ein Trick, um ein bisschen sich Peak zu sparen. Und das ist ein Low-Pass-Filter. Der macht einfach zu. Was das zur Hölle ist, habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, das sind einfach so kleine Automations-EQ-Geschichten. Im Prinzip war es das. Und was ich jetzt noch machen will, ist einmal den Workflow beschreiben, wie ich von einer Grundidee, von einem Gitarrenloop in dem Fall auf eine Gesamtkomposition komme. Also wie man sowas entwickelt, systematisch, weil es ist nicht immer random und immer ein spielerischer Akt, sondern da ist oft auch sehr viel Methodologie drin. Und das möchte ich ein bisschen einfach teilen, falls jemand struggelt, aus seinen 8-Bar-Loops einen ganzen Track zu machen, weil ich habe
oft damit gestruggelt, weil ich nie wusste, so, hey, wie komponiert man überhaupt oder wie arrangiert man einen ganzen Track aus. Track 17, du nimmst einfach einen Track, wo du weißt, aha, der funktioniert einfach von den verschiedenen Sections und Transitions und so weiter, und das kannst du dann eins zu eins abkopieren. Aber diese Methode finde ich besser, weil du natürlich dann alles in der Hand hast und mehr das Gefühl hast, dass du was Originelles gemacht hast, obwohl man natürlich bei Arrangement und Komposition nie wirklich das Rad neu erfindet, sondern einfach nur was neu kombiniert. Aber schauen wir mal. Also, in diesem Fall habe ich mit einem Gitarrenloop angefangen, und zwar den habe ich selber gespielt. Das war während einer Gitarrenpractice, habe ich einfach verschiedene Chord Progressions geübt. Und diese Chord Progression hier bei dem ersten Chordzyklus war direkt abgerippt von einem Track, den ich bereits gemacht habe, der heißt Lazy Banger. Und ich dachte, okay, ich probiere einfach mal andere Rhythmen damit aus, weil die Akkorde an sich sagen ja nur aus, in welchem Key man ist, aber sie sagen nicht, was für ein Genre es ist oder was für ein Tempo oder was für eine Rhythmik und so weiter. Und da habe ich das hier gespielt. Und dachte mir so, okay, ich bounce das mal, habe das einmal mal kurz recorded, muss auch nicht perfekt sein, am Anfang ist Hauptsache, man hat einfach einen Loop und eine Rhythmik, die einem gefällt. Der Vorteil daran ist, mit der Gitarre anzufangen, ist, dass die Gitarre sowohl ein Rhythmusinstrument ist, als auch ein Instrument, was eine führende Stimme spielen kann. Also man kann Akkorde spielen und man kann einzelne Noten, einzelne Melodien spielen. Also eignet es sich sehr gut als Schreibwerkzeug für seine Beats. Aber ja, wenn man halt kein Instrument spielt, hat man andere Möglichkeiten. Aber ich mache das jetzt zum Beispiel mal so, weil mit der Gitarre habe ich sofort, wenn ich so spiele, wie ich es jetzt gespielt habe, habe ich Informationen für den Bass und ich habe Informationen auch für die Drums bereits, weil ich habe das ja in irgendeinem Tempo gespielt. Was ich dann eben mache, ist, ich versuche das Tempo erstmal herauszufinden, und in diesem Fall waren das 68 BPM. Man kann auch direkt mit einem Metronom spielen, wenn man Bock hat, aber wer hat schon Bock? Das habe ich jetzt einfach mal so ohne Timing gemacht, und man sieht auch hier, ich habe ein bisschen geschnitten und so, weil das auch nicht perfekt gespielt war, aber who cares? Und dann versuche ich einfach in Drum Pattern zu machen, ganz, ganz easy, nur mit Kick und nur mit Snare, um zu finden, wo die Schläge sind. Also wo ist 1, wo ist 2, wo ist 3, was kommt da hin? So, jetzt habe ich hier mal die Drums. Und das war jetzt relativ easy gemacht, weil die Gitarre, wie gesagt, schon einen gewissen Groove vorgibt. Also es gibt mir schon einen gewissen Rhythmus vor. So. Und bevor ich mich jetzt hier verkünstle mit irgendwelchen sekundären Drum-Elementen wie Percussion oder sonst was, versuche ich wirklich erstmal Kick- und Snare-Position herauszufinden. Und schon mal auch zu gucken, was für ein Sound von jeweils diesen Drums könnte passen, aber das ist erstmal egal. Ich will erstmal das Placement wissen. So, und dann werden die Samples irgendwann ausgetauscht für Samples, die besser passen, zum Beispiel. In dem Fall hat es gepasst und ich hatte vielleicht auch vorher andere Samples, aber was weiß ich nicht mehr. So, wenn ich dann diesen groben Loop habe, kommt als nächstes der Bass. Und der Bass ist deshalb wichtig, weil, wenn ich das jetzt so anhöre und es läuft immer wieder durch, wird mir der Beat irgendwann langweilig und ich versuche da reinzustopfen. Und dann stopfe ich da rein, ah ja, okay, da muss noch eine Drumfill hin oder da muss noch eine Tom oder da muss noch eine Bongo und da muss noch das und dies und das. Und dann ist der Beat oftmals mit irgendwelchen Percussion voll und ich habe eigentlich noch sehr viel Platz gehabt für eigentlich wichtigere Elemente, die jetzt einfach voll sind mit irgendwelchen Drums, oder ich merke, ah, die Gitarre ist zu simpel, ich muss die irgendwie krasser spielen oder sowas. Deshalb muss man so früh wie möglich den Bass introducen, so in meiner Ansicht nach, weil der Bass nämlich auch eine besondere Funktion hat. Er unterstützt sowohl die Gitarre
als auch die Drums, weil sie die Löcher füllt, die Lücken füllt und den Drums zeigen kann, in welche Richtung denn der Groove gehen soll. Weil Drums, wenn man die macht, so wie ich sie jetzt mache, also ich spiele Drums nicht selber so mit dem Schlagzeug, sondern ich programmiere die einfach so auf dem Grid, dann klingen die auch oft ein bisschen mechanisch oder steif, weil sie eben auf dem Grid sind. Aber eine echte Gitarre oder ein echter Bass spielt man halt nicht wie ein Roboter und mal krumm, mal so, mal so. Und dadurch gibt es diesen Laidback-Effekt, weil man natürlich nicht perfekt aufs Grid spielt. Also wir haben hier dann den Bass. Okay, diese wird einfach abgeleitet von der Gitarre an sich. Ich nehme einfach die Root Notes von den Akkorden jeweils und kopiere 1:1, was die Gitarre macht, nur mit dem Bass. In erster Linie. Also in diesem Fall ist es wirklich genau dasselbe, groove-mäßig, rhythmusmäßig, was die Gitarre macht. Also der Bass folgt dem Hauptsample. Das ist der Punkt. Dass es nicht komplizierter geworden ist, sondern es ist einfach mehr von sich selbst geworden. Du hast einfach eine weitere Seite, einen weiteren Aspekt hervorgeholt von diesem Initial-Loop. Dann kamen die Adlibs und dachte mir so, weißt du was, ich nehme einfach mich selber auf, wie ich summe, schicke das dann jemand, der richtig singen kann und sage, hey, summ das richtig. Und dann hat sie das richtig gesummt. Und dann habe ich Vocal Chop mäßig die nochmal neu gemacht, neu arrangiert und so weiter, bis ich dann eine Melodie hatte, die gepasst hat. Und das ist dann am Ende rausgekommen. Und sobald ich das habe, also sobald ich das Main Sample habe, die Drums, Bass und dann auch die führende Stimme, dann habe ich eigentlich schon das Grundgerüst von meinem Loop. Das ist dann mein Main Loop. Meistens ist das dann auch der Chorus. Kommen vielleicht noch so Sachen dazu wie eine Flöte, wie zum Beispiel hier hinten, so als kleiner Filler. Aber ansonsten ist das eigentlich so fertig und dann. So, was ich dann mache meistens als nächstes, ist, ich nehme die Akkorde von meinem Main Loop und schreibe die um als MIDI-Datei. Da sitze ich halt da rum mit der Gitarre so und gehe jede einzelne Note durch. Und baue mir das dann einfach in MIDI nach. Einfach, dass ich das habe. Weil dann habe ich die Chord Progression auch gleichzeitig in MIDI und kann jetzt jedes Instrument, jedes Plugin und so weiter damit befüllen und wiederum sekundäre Elemente damit erstellen. Also was ich jetzt in diesem Track speziell gemacht habe, ist, ich habe das genutzt, diese MIDI, um eine Frequenzlücke zu füllen, die bei der Gitarre noch war. Also die Gitarre hat, dadurch, dass der Bass auch damit gelayert ist, hat viel gutes Material in den Mitten gehabt, tiefere Mitten und so weiter, aber die höheren Mitten haben ein bisschen gestruggelt. Und ich habe vorher schon gesagt, ich könnte einfach die Gitarre mit einem EQ dort anboosten und dann hätte ich ja die Lücke gefüllt, kein Problem. Aber das Problem ist, wie auch vorher schon gesagt, wenn ich viele Elemente nehme und dann immer ihre Schwachstellen hervorbringe, ist es nicht unbedingt im besten Interesse von dem Element. Deshalb habe ich hier eben ein E-Piano-Layer, was einfach parallel mit der Gitarre mitspielt und ganz leicht im Hintergrund diese Frequenzzone unterstützt. So, und ab diesem Punkt wissen dann viele Leute nicht mehr weiter. Sie so, okay, ich habe meinen Loop, ich bin auch zufrieden und so weiter, aber wie? Ich muss das irgendwie arrangieren, so dumm. Das kann ja nicht einfach so losgehen. Das ist der Main Part, das muss ich ja irgendwie aufbauen.
Man kann entweder, wie vorher auch schon gesagt, ein Arrangement klauen von jemand anders, was funktioniert hat, oder man entwickelt es selber. Die Art und Weise, wie ich diese Arrangements selber entwickle, ist folgendermaßen. Ich nehme diesen Loop hier und dann kopiere ich den einfach so hier hin. So, und was ich dann mache ist, das ist meine neue Version, das ist mein neuer Loop. Der hier, der ist schon gekauft, so, der ist abgesegnet, der bleibt wie er ist. Und an dem zupfe ich jetzt ein bisschen rum und mache eine neue Version. Dann sage ich, aha, okay, ich verschiebe mal die Gitarre nach da und lass mal die Kick komplett weg. Und warte, Bass lasse ich auch nochmal komplett weg. Und bei den Vocals mache ich mal den hier und die lasse ich mal weg. Und den verschiebe ich nach da. Aha, alles klar. Und dann bin ich mit dem wiederum zufrieden. Dann mache ich davon wiederum eine Kopie. Dann habe ich einen neuen Loop. Und jetzt mache ich ganz viele Versionen aus dem gleichen Ausgangsmaterial. Also ich habe die gleiche Gitarre, ich habe die gleichen Drums, den gleichen Bass, die gleichen Vocals und so weiter. Aber mache Varianten davon. Ganz, ganz viele. So viele, wie ich Bock habe. So viele, bis ich keinen Bock habe. Und dann habe ich da, was weiß ich, einfach einen ganzen Tag voll nur Varianten von dem Ding gemacht. Was ich dann machen kann ist, ich nehme alle, exportiere die einfach als Audio, ungemischt, gar nicht, wir haben noch gar nichts gemischt, da ist noch kein EQ, kein gar nichts, bounce das einfach raus und jetzt kann ich diese einzelnen Varianten so für sich hinschneiden und jetzt versuchen irgendwie aus diesen verschiedenen Versionen ein Arrangement zu bauen. Jetzt sage ich, okay, ich mache das mal dahin und diesen Part mache ich hier hin. Dann mache ich den zweimal zum Beispiel und dann den hier hin. Einfach mal ganz wild. Versuche dann hieraus eben so eine Art Grund, sehr, sehr grobes Arrangement zu bauen. Es ist erstmal Heavy Lifting. Ich schaue nicht nach Mix, ich schaue nicht nach irgendwas. Ich schaue wirklich nur darauf, wie lange ist jede Section oder wie wirkt jedes von diesen Varianten. Wirkt das eher wie ein Intro? Wirkt das eher wie ein Main Part? Wirkt das eher wie eine Bridge, wirkt das wie eine Break, wirkt das wie ein Outro und ich schiebe das einfach einmal mal hier so rum, bis ich ein Arrangement habe, was womit ich leben könnte. So, das ist noch keine Transition, noch gar nichts, das ist einfach sehr grob gerastert erstmal, wie lange ist welche Section und welche Variante wirkt wie welche Section. Ist es hier ein Intro oder wo fange ich an? Und da kann man schon, selbst in diesem Groben, kann man sehen, in welche Richtung dieser Track gehen kann und wie das Arrangement aufgebaut sein kann. So, wenn ich dann ungefähr zufrieden bin damit, kann ich das wiederum dann bouncen als Audio. Und dann habe ich eine Audiodatei, die ich hier als Overlay hinlegen kann. Und das ist meine neue Referenz für mein Arrangement. So. Und sobald ich dann dieses grobe Arrangement habe, obwohl der Track noch gar nicht fertig ist und da noch gar keine Details sind und sehr repetitiv alles ist, weil ich den Hauptteil wahrscheinlich einfach dreimal unverändert in diesem Track habe, dort ist dann aber der richtige Zeitpunkt, um den Master zu machen. Warum? Weil wenn ich nämlich jetzt schon den Track master, bereite ich ihn, also bin ich auch gezwungen, ihn auf den Master vorzubereiten, das heißt, ihn für den Mix vorzubereiten und sehe dann schon mal, wie dieser Track klingt, wenn der gelimited ist. Also wenn der durch, in meinem Fall, zwei Kompressoren geht. Ich habe nochmal einen Multiband-Kompressor auf meinem Master, bevor er in den Limiter geht und deshalb master ich jetzt schon, obwohl eigentlich ist der Track noch nirgendwo, aber wenn ich ihn master, weiß ich, wo die Problemzonen sind. Ich weiß, zum Beispiel dann, dass der Reverb hier zu viel ist oder dass diese kleinen Hi-Hats zum Beispiel, dass die dann viel zu laut sind zum Beispiel oder dass die Vocals, der Delay nicht passt oder irgend sowas. Und das ist deshalb gut, weil ich dann nämlich mit einem kurzen Hin und Her mit der Master-File und der Mixing-File oder dieser Arrangement-File, in der ich hier gerade drin bin, dass ich da schon weiß, aha, hier sind die Problemzonen und es klingt jetzt aber schon in Ordnung, also es klingt ordentlich und das sind einfach ein paar Sachen, auf die ich achten muss bei diesem Track, bei diesem speziellen Projekt jetzt und ich kriege keine bösen Überraschungen nach dem Master, weil ich ja jetzt schon weiß, dass der Master danach okay klingt. Gut, dann bis zum nächsten Mal.